Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Cyberia Teil 3. So, da wollen wir doch mal gucken, dass wir jetzt hier hier rauskommen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Nee, ich will mir das hier angucken. Okay, gut, alles in Kyrillisch. Da. Ja, nö. So, jetzt gehen wir aber erst nochmal hier rum und gucken uns einmal alles an hier. Bevor wir mit irgendjemandem reden oder gar rausgehen. Warum nehmen Sie nicht den Wartezimmer Platz? Sie ist bei den Büros, gleich hinter der Rezeption. Alter, sind das Zwillinge oder warum sehen die gleich aus? Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Dr. Olga? Niemand da. Vielleicht ist das nicht schlecht. Dr. Olga? Niemand da. Vielleicht ist das nicht schlecht. Ich warte seit Stunden auf meinen Termin. Ich bin hier, um meinen Mann zu besuchen. Er ist seit Monaten hier. Okay, geht's hier vielleicht noch irgendwie weiter? Ne. So. Dann reden wir mal mit dem hier. Nee, hallo. Also die Steuerung ist echt ein bisschen... Achso, gut, mein Fehler. Entschuldigung. Ja? Ich suche Dr. Zamyatin. Er ist in seinem Büro. Sie finden es in dem kleinen Gang dort hinten. Die erste Tür links. Was für eine dunkle Klinik. Sie könnte etwas menschliche Wärme vertragen. Das hier war früher die Festung der Herzöge von Valzembor, das alte Bollwerk gegen die Invasion aus dem Osten. Die Bewohner von Valzembor suchten hier Zuflucht und entkamen den Belagerern oft durch mysteriöse Geheimgänge. Wann wurde die Festung zur Klinik? Vor 20 Jahren. Dank Dr. Zamyatin. Danke für die vielen Informationen. Ich muss jetzt los. Vielleicht sollten Sie zurück auf Ihr Zimmer gehen, bis die Seilbahn wieder fährt. Ich denke darüber nach. Wiedersehen. Ach, was, die Seilbahn, die repariere ich. So. Wenn Sie eine Vorsorgeuntersuchung wünschen, finden Sie die Büros der Ärzte im Gang hinter der Rezeption. Gut, kann man hier was machen? Um diese Tageszeit sollte Dr. Zamyatin da sein. Dr. Olga? Niemand da.
Vielleicht ist das nicht schlecht. Okay. Dr. Olga? Niemand da. Vielleicht ist das nicht schlecht. Dr. Olga? Verdammt nochmal. Niemand da. Vielleicht ist das nicht schlecht. Ja, ich habe gerade gesehen, wenn man die mit dem Mausrad hier rauf und runter macht, dann kann man das hier auch nochmal was auswählen. Das sehe ich jetzt erst. Dr. Jefimova. So, jetzt suche ich aber... den anderen da, den Dr. Semjata oder wie er da heißt. Ja, vielleicht hier. Ah, ja, hier. Er ist wahrscheinlich auch in Yukon, so klein hier ist. Guten Tag, Frau Walker. Wie schön, Sie auf den Beinen zu sehen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich etwas überrascht bin. Unsere gute Frau Dr. Olga hatte mir ihren Zustand wesentlich düsterer dargestellt. Das ist ihr Plan. Dr. Jefimova und Dr. Mangeling wollen alle glauben machen, dass ich verrückt bin. Um zu rechtfertigen, dass sie mich hier gegen meinen Willen festhalten. Olga hat mir tatsächlich von ihrem Hang zu Paranoia berichtet. Hüten Sie sich davor, solchen irrigen Vorstellungen zu viel Raum zu geben, Frau Walker. Sie könnten die Quelle vieler Ihrer Schwierigkeiten sein. Sowohl für Sie als auch für die Menschen um Sie herum. Leider muss ich Ihnen versichern, dass meine Anschuldigungen gut begründet sind, Dr. Samyatin. Ich bin bei völlig klarem Verstand. Hören Sie, Frau Walker. Ich weiß, dass es eine schwere Erfahrung ist, nach einer langen Zeit im Koma aufzuwachen. In so einer Situation sind Panikattacken völlig normal. Aber ich ermahne Sie. Bitte projizieren Sie das nicht auf Dr. Olga, auf diejenige, die sich um Sie kümmert. Ich werde nicht jünger, wissen Sie. Und diese Klinik zu leiten, ist eine schwere Bürde. In den letzten Jahren hat Olga gezeigt, dass sie hervorragend geeignet ist, um mir zu assistieren. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Aber... Das Thema ist beendet, Frau Walker. Bitte erzählen Sie mir von dem Anhänger, den Sie um den Hals tragen. Er ist mir gleich aufgefallen, als Sie hereinkamen. Also so klein und vom Körperbau her könnte der Doktor auch in Yukol sein. Das gehörte ans Oscar. Frau Walker, ist alles in Ordnung? Er gehörte Oscar, einem verstorbenen Freund. Ich verstehe, Frau Walker. Ich selbst trage die Last der Trauer mit mir herum. Ein Andenken an jemanden zu tragen, der Ihnen wichtig war, ist die natürlichste Sache der Welt. Dr. Samyatin, ich habe Kirk versprochen, zu dem Handwerker in Walsenburg zu gehen und ihm seine mechanische Prothese zu bringen. Der arme Junge wartet seit Ewigkeiten darauf. Und ich würde die Sache gern beschleunigen. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Das ist ein edles Vorhaben, Frau Walker. Ich habe meinen alten Freund, den Uhrmacher Simon Steiner, gebeten, das mechanische Bein für den jungen Mann anzufertigen. Er ist ein sehr fähiger Handwerker und erstaunlich erfindungsreich. Sie finden ihn in seiner Werkstatt in der Nähe des Hafens von Walsenburg. Ich schätze, er dürfte mittlerweile so gut wie fertig mit seiner Arbeit sein. Er stellt ganz erstaunliche Dinge her. Sie werden sehen. Können Sie meine Entlassung autorisieren, damit ich zu Herrn Steiner gehen kann? Mir wurde gesagt, dass die Klinik abgeriegelt ist. Sie müssen Olga fragen, Frau Walker. Sie hat die Anweisung erteilt, unsere Anstalt abzuriegeln. Und sie gibt die Passierscheine für die Patienten aus. Dieses Buch sollte alle Ihre Fragen über unsere Freunde, die Yukol, beantworten. Leben Sie wohl, Frau Walker. Ja, dann gehen wir mal hier einmal so rum, ne? Warum haben die Yukol Sie gebeten, Kirk zu heilen? Bei jedem Ihrer Züge tauschen die Schamanen der Yukol und ich medizinisches Wissen aus. Ihre Technik der therapeutischen Trance und Materia Medica haben bei meinen von psychischen Leiden betroffenen Patienten oft hervorragende Ergebnisse erzielt.
Im Austausch dafür kümmere ich mich um die Verletzten, die Sie mit Ihrer traditionellen Medizin nicht vollständig heilen können. Wie den armen Jungen, der sein Bein verloren hat. Wie viele dieser Straußenzüge haben Sie miterlebt? Das ist der dritte. Ich habe großes Glück, so viele gesehen zu haben. Ein seltenes Spektakel, glauben Sie mir. Die große Straußenherde begleitet von den Yukol, die dazu verurteilt sind, ihren Tieren zu folgen, wo auch immer sie hingehen. Ohne sich um Länder, Kriege oder Grenzen zu scheren. Sie scheinen die Yukol zu mögen, Dr. Samyatin. Sie sind ein faszinierendes Volk. Und besonders ihre erstaunliche Medizin, durchzogen von Schamanismus, ohne die Sie zweifellos niemals lebendig in dieser Klinik angekommen wären, Frau Walker. Ich habe den Eindruck, dass die Yukol hier nicht sonderlich beliebt sind. In der Tat. Es scheint, dass die meisten Bewohner von Walsenboer ihnen feindlich gesonnen sind. Früher war das nicht so. Wissen Sie, als ich jung war, war der Zug der Schneestraußen ein Ereignis, das in Walsenboer mit offenen Armen begrüßt wurde. Warum hat sich diese Haltung geändert? Unsere Region wurde vor 20 Jahren ziemlich stark verwüstet. Dramatische Ereignisse, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltsicht der Menschen hatten. Die Leute kehrten sich eher sich selbst zu. Sie wurden weniger weltoffen. Und die Tatsache, dass die Yukol jetzt schon seit mehreren Wochen am See Walsenboer festhängen, hat das nicht besser gemacht. Brauche ich wirklich Olgas Erlaubnis, wenn ich hier weg will? Sie sind doch schließlich der Leiter dieser Klinik. Olga ist meine rechte Hand. Ich habe keinen Grund, Sie aus der Sache rauszuhalten, Frau Walker. Sie ist Ihre Ärztin. Sie sollten mit ihr darüber reden. Sie ist nicht so böse, wie Sie zu glauben scheinen. Sie finden sie höchstwahrscheinlich in Ihrem Büro. Okay. Okay, dann gucken wir uns das hier mal an. Ja, gut, alles in Kyrillisch. Oder wird das jetzt irgendwie vielleicht vorgelesen? Nee. Ach doch, hier zwei lesen. Nee. Oh Gott. Kapitel 17, Auszüge aus Yukol-Kultur im Lauf der Jahrhunderte von Bronislav Maus, 1962. Von den Yukol geschlachtetes Mammut, Illustration gemäß von Bronislav Maus, aufgezeichneten auf seinen Yukol-Überlieferungen. Vorwort: Die Yukol, ein Name, der selbst eine gewöhnlich verschlafenen Studenten, aufhorchen lässt. Nie zuvor hatten sie von der Existenz dieses faszinierenden Volkes gehört. Ein starkes Volk, ausgesprochen unabhängig und gütig. Warum also umgibt der Hauch des Mysteriösen diese jahrhundertealte Kultur? Und wie durchdringt man diesen Schleier? Das Kompendium, das Sie in Ihren Händen halten, ist das ultimative Nachschlagewerk zum Thema. Ich kann ohne Zögern bestätigen, dass seine Lektüre mich zu einem jahredauernden Studium dieser Kultur im Rahmen meiner gemeinsam mit dem Autor durchgeführten paläontologischen Forschung inspiriert hat. Welch größeres Kompliment gibt es für ein akademisches Werk als die Tatsache, dass es einen Kollegen mit dem Wunsch erfüllte, ein neues Forschungsgebiet zu erkunden und diese neue und andauernde Leidenschaft nachfolgenden Generationen von Studenten vermittelt hat. Cornelius Pons, Professor der Paläontologischen an der Universität Barockstadt. Oh ne, also das lese ich jetzt hier nicht mal alles vor. So, pop.
Gut. So, mal, wie viele Seiten sind das denn eigentlich jetzt insgesamt noch? Ja, wenn ihr das lesen wollt, dann, also ich lese das jetzt nicht alles vor, dann müsst ihr mal das Video anhalten und dann mal durchlesen.
Gut, dann wissen wir ja jetzt ein klein wenig mehr über die Yukol. Also, Sie finden Dr. Olga in Ihrem Büro, Frau Walker. Okay, gut. Also ich bin davon überzeugt, dass der Doktor auch ein Yukol ist. Ich meine, vom Körperbau her, von der Größe her, sieht das für mich aus, als ob er auch einer wäre. Okay, da muss ich ja jetzt wieder... Ach, die Tür ist ja jetzt offen. Die Amerikanerin ist wach. Sie müssen sich beeilen, Oberst. Wie geht es ihr? Offenbar gut. Momentan ist sie noch fügsam. Das hält aber nicht mehr lange an, fürchte ich. Und was ist mit diesem Nomadenstamm? Genau wie in den letzten paar Jahren ist der Seewald im Bohr nicht zugefroren. Darum kann ihre Herde das Eis nicht überqueren. Sie hängen hier fest. Und auch ihr junger Anführer ist noch in unserer Obhut. Wenn alles läuft wie geplant, bleibt den Yukol bald nichts anderes übrig, als heimzukehren. Besonders da ich einen Plan habe, um die Dinge zu beschleunigen. Gut. Und dann ist da noch dieser amerikanische Detektivoberst. Er sollte bald hier ankommen. Er soll Frau Walker ruhig treffen, wenn er will. Es bringt nichts, ihn jetzt schon zu beunruhigen. Aber letzten Endes sind wir für den Fall der jungen Frau zuständig. Kein Amerikaner kommt hierher und sagt uns, was wir tun sollen. Wo ist sie hin? Hier muss es irgendwie einen Geheimgang geben. So, ich beende jetzt hier aber den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.